So, willkommen zurück, liebe Sportsfreunde, Freunde der gepflegten Kraftsportunterhaltung. Heute machen wir Frontkniebeugen. Habe ich eine lange Zeit nicht gemacht, gerade wegen dem Oberschenkel, weil das ja sehr... Tim, was sagt man zur Frontkniebeuge? Die ist sehr kniebetont, oder? Ja. Man schiebt ja das Knie ein bisschen vorne raus. Genau. Ich gehe mal mit dem Tim hier rüber. Der Tim wird heute im Video ein bisschen mitmachen. Das ist der Tim Stößer. Ich kenne ihn aus der HG Rastatt. Ne? Da warst du noch etwas jünger. Ne? Genau, 2013. Und ich auch noch ein bisschen jünger, ne? So 2013, so in die Richtung. Habe ich ein Jahr lang in der Hebergemeinschaft Gewichtheben trainiert. Und der Tim, wo bist du aktuell? In Durlach? In Kassel-Durlach, genau. Und der Tim wird auch auf der Burg sein, wird euch das olympische Gewichtheben beibringen. Jetzt wird er noch ein paar Kniebeugen machen und danach wirst du Züge trainieren. Genau. Und ich werde jetzt einfach Frontkniebeugen machen. Ich will ein bisschen höher heute mit dem Gewicht gehen. Mal gucken, wie es läuft. Mein Gürtel, der liegt in Litauen. Mein Gewichthebergürtel. Den habe ich vergessen. Aber ein Athlet hat ihn gefunden und er schickt jetzt per Post. Deswegen muss ich alles heute ohne Gürtel machen. Das ist ja gang und gäbe im Gewichtheben, ne? Mit oder ohne Gürtel kommt immer auf der Athlet drauf an. Also ist halt immer so eine Sache für sich, ob man, wie man eben mit klarkommt oder mit oder ohne Gürtel heben kann. Im Reise wird eigentlich grundsätzlich ohne Gürtel gehoben, okay. Im Stoße dann mit. Kommt aber auch immer aber wieder auf der Athlet drauf an. Meistens ja nur diese kleinen Lederriemen da. Genau. Ich habe letztens auf Netflix einen Film gesehen, der ist ganz neu. Da geht es um diesen Mini-Herkules. Kennst du denn diesen Nahim Süleyman? Süleyman Noglu. Genau. Ja, sag mal. Der ist 1,47 Meter groß und hat 60 Kilo gehabt, ist in Bulgarien geboren, gehörte zu einer türkischen Minderheit. Und über den Sport ist er auch politisch ziemlich, der war dann auf den Olympischen Spielen verfolgt vom KGB. Genau. Und ist auf den Olympischen Spielen geflüchtet in die Türkei. Hat dann auch Staatsangehörigkeit gewechselt, ja. Und war dann im Endeffekt der erste olympische Gewichtheber, der das Dreifache von seinem Körpergewicht gestoßen hat. Und da haben damals. Die jetzt eine Doku drüber gedreht. Echt? Okay. Hast du nicht gesehen? Nee. Genau, geht mal bitte auf Netflix, also wer es hat, und gibt mal Nahim, heißt er. N-A-H-I-M. Und dann Süleyman Oglu. Genau, am besten Mini-Herkules heißt der Film. Mini-Herkules. Ist zwar alles halt auf Türkisch, ne? Aber ist halt mit englischen Untertiteln. Ein richtig guter Film, also zwei Stunden geht er knapp. Richtig gutes Ding, musst du mal angucken. Auf jeden Fall. Die Gewichtheber-Szenen, die sind so ein bisschen komisch, ne? Gerade wenn wir so aus der Branche kommen, dann lachen wir, okay, das sieht jetzt ein bisschen schon gefaked aus, ne? Aber die Story war ganz cool. Ja, viel gequatscht wieder. Wie gesagt, der Tim kommt auf die Burg, ne? Der, wie viel stößt du jetzt aktuell? 100? 155 ist Bestleistung. Bei Körpergewicht von? 115 Kilo. Genau, und. Auf dem Plan steht ja bei dir dieses Jahr 170, ne? Genau, 135 Kilo Reise, 170 Kilo Stoße, das ist mal der Plan. Und ein Tag, das wird, nagelt mich jetzt nicht fest, ich habe jetzt das ganze Mittwoch. Den ganzen Mittwoch kommt der Almir Velagic, du kennst ihn ja auch, ne? Einer der besten deutschen Schwergewichter, der kommt auch auf die Burg, wird euch alles beibringen. Und der Almir ist nur ein Tag da und die restlichen Tage ist dann der Tim da. Also wir werden im olympischen Gewichtheben sehr fachlich vertreten sein. Und heute guckt er ein bisschen über meine Frontbeuge drüber. Die eigentlich ein Backsquat ist, aber doch irgendwie Front. Na, ich fange jetzt mal an. Gut, 60 ist es. Es gibt doch nur noch 3-4 Karten, übrigens. Echt? Mhm. Sind wir die bei welcher losgegangen? Mhm. Echt? Oh, Marcel. Oh. Na Tim, olympische Gewichtheber, ihr habt ja die Hände immer noch drin. Genau, komplett zu. Da bin ich halt nicht so mobil. Weil ich habe gesehen, viele olympische Gewichtheber, auch Schwergewichter, die haben jetzt nicht so massive Arme, weil der Sport ja nicht so armdominant ist. Ne? Genau, ja. Du machst halt sehr viel aus den Beinen. Wenn ihr mal möchtet, dass wir mal so richtig tief auf dieses Thema olympisches Gewichtheben eingehen, dann machen wir mal ein Video mit dem Tim. Stoßen, reißen, vielleicht könnt ihr was mitnehmen. Ich fand das eine Jahr, wo ich das ein bisschen gelernt habe, für die Überkopfarbeit essentiell. Ist extrem wichtig, ja. Also gerade auch im Strongman-Bereich.
für alles, jeden eigentlich ratsam. Ja. Alles, was über Kopf geht. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr da Bock drauf habt. Das wird, glaube ich, ein bisschen trockener. Mhm. Ne? Das wird ein reines, informatives Video. Ja gut, Entertainment wird schon dabei sein, ne? Aber halt sehr viel Input für euch, damit ihr ein bisschen weiter vorankommt. Jetzt machen wir 100 Kilo drauf und dann gucken wir mal, wie das läuft. Auf geht's, Tim, komm. Sind wir jetzt bei 170 Kilo. Tim, jetzt frage ich dich mal was. Immer wenn ich euch Gewichtheber trainieren sehe, ihr macht nicht so 10er Wiederholungen oder 15er, ne? Nee, gell? Wir machen 10er Wiederholungen schon, allerdings ist es immer zum Aufbautraining. Okay. Heißt im März, April, Mai geht es dann los mit dem Aufbautraining, 10er, 8er Wiederholungen. Dann geht es immer wieder hoch mit der Gewichte und runter mit der Wiederholungen. Ich habe ein Ding getroffen mit Mike Kiss. Ja. Den kennst du ja auch, ne? Und dann habe ich will mit Mike mal ein Video machen. Mhm. Reines Talk-Video, so ein bisschen über seine Karriere. In welcher Liga hat er gehoben? Der hat in der ersten Bundesliga gehoben, beim AC Forst, meine ich. Okay. Was hat er? Er hat auch so 180 über Kopf oder mehr? Und der hat, glaube ich, sogar mehr gemacht. Ich meine so 190, 200 so ungefähr. Okay. Auf jeden Fall war bei mir im Baumarkt und da habe ich immer gefragt, so, hey Mike, wie oft habt ihr als olympische Gewichtheber früher Kniebeugen trainiert? Mhm. Und er ist so ein bisschen so ein ruhiger. Ne? Und dann hat er so geschmunzelt. Sag ich, ja komm, sag. Weil manche sagen so 3-4 Mal die Woche Kniebeugen ist zu viel. Und er hat gesagt, sie haben am Tag 3-mal gebeugt. 3-mal? Ja, morgens, mittags im Training und abends. Halt nie immer voll auf voll Gas, ne? Sondern immer, aber schon ein gutes Pensum, ne? Dass sich das alles dran gewöhnt. Genau, also das ist im Prinzip bei uns nicht anders. Pro Trainingseinheit wird auch mindestens einmal gebeugt. Ah, ja. Ob das jetzt Kniebeuge hinten ist, Kniebeuge vorne mit Ausstoß, Reißkniebeuge, also Überkopf, das ist im Prinzip egal. Es kommt immer einmal im Training drin vor. Und wie oft trainierst du jetzt die Woche? 4-mal in der Woche. Also hast du auch 4 Einheiten Kniebeuge? Genau. Siehst du, ja gut, er war halt im Leistungszentrum. Ne? Die sind morgens aufgestanden, haben Futter hingestellt bekommen, sind dann ins Training, Mittagessen auch Futter. Wir gehen ja arbeiten und so. Ne? Genau. Die haben ja quasi nur das gemacht die ganze Zeit. Also an alle Jungs da draußen, die sagen, ich beuge einmal in 2 Wochen oder so oder einmal die Woche oder so. Gift, ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, früher, ich habe wirklich einmal Kniebeugen in der Woche gemacht, dann hatte ich übelsten Muskelkater 3 Tage, 4 Tage. Dann war es wieder 2 Tage gut, dann habe ich wieder Beine trainiert, dann hatte ich wieder Muskelkater. Und dann, wo ich angefangen habe, immer eine kleine Kniebeugeeinheit dazwischen zu machen, also ich immer 2 Tage Pause hatte zwischen Kniebeugen, da haben sich die Beine dran gewöhnt und haben gesagt, hey, ich habe so die Theorie, die Beinmuskulatur ist für die Ausdauer gemacht, ne? Weil ein Mensch den ganzen Tag läuft. Und wenn du gerade 8 Stunden den ganzen Tag durch den Baumarkt flitzt, sagt deine Muskulatur oder dein Körper, sagt, ey, die Beine sind auf Ausdauer getrimmt. Wenn du jetzt dann nur einmal in der Woche eine schwere Kniebeugeeinheit machst, dann schockst du die so total und die wachsen dann noch nicht. Aber wenn du dann die Beine umbaust zu einem Kraftapparat und nicht Ausdauerapparat, ich habe es ja noch auf dem Baumarkt gemerkt, ich habe halt weniger Schritte gelaufen, ne? Und ich war halt viel langsamer, weil die Beine massiger wurden. Und deswegen würde ich halt jedem empfehlen, am Anfang so 2 bis 3 Mal die Woche zu beugen. Ja, auf jeden Fall, also da stehe ich auch voll dahinter. Das ist so, vielleicht sagen irgendwelche Hyopai-Trainer irgendwas anderes, ne? Aber das ist so meine Erfahrung, was ich gemacht habe. Ne? Jetzt beuge ich 100 Kilo. Auf geht's, 100. 100. Guckst mal drüber, wie die so aussehen. Ich will jetzt auch nicht so hoch gehen mit der Wiederholungszahl. Vielleicht so 4-5 Stück. Raus. Ist gerade für Stones oder genau, so. Genau. Ein bisschen besser. Ja. Genau, das Problem ist, wenn du das dann so mit 180 Kilo machst und die Stange hat dann oben so, ne, dann sie donnert wieder rein. Und wenn du dann nicht die Schultern oben hast, dann haut es halt ein bisschen aufs Schlüsselbein. Ja, das passiert. Das habt ihr auch auf die Gewichtheber. Ihr habt da so richtige Eier hängen.
Ja, also hier vorne zum Beispiel merkt man gar nichts mehr. Das ist alles taubes Gewebe, sage ich jetzt mal. Weil die Stange da reinkommt. Genau, durch den Clip oder halt eben durchs Ablassen von oben. Merkt man gar nichts mehr. Ich glaube, das interessiert die Leute sehr. Also wir müssen da vielleicht mal ein Video nur fürs Reißen machen und ein Video fürs Stoßen. Weil ihr beugt ja auch anders. Ihr macht eine andere Kniebeuge. Das sieht man genau, ja. Wie du beugst, das wie ich beug. Gibt schon einige Unterschiede. Ja. Obwohl es eine verwandte Sportart ist, obwohl es auch eine Langhantel ist mit Eisen und so. Sehr interessant. Und ich gucke es gern im Fernsehen, olympisches Gewicht heben. Ich gucke es sehr gerne an. Das höre ich von vielen Außenstehenden. Also gut, du bist jetzt nicht extrem außenstehend, weil du ja auch was mit Kraftsport zu tun hast. Aber auch viele andere Leute sagen mir, ich gucke das echt gern, weil es halt eben Spaß macht, weil man es halt auch ein bisschen verfolgt durch frühere Gewichtheber, die erfolgreich waren und so. Es ist immer ein bisschen, macht Spaß. Was machst du jetzt? Beugst du mehr oder bleibst du? Ich beug mehr. No. Ja. Boah. 180? 90. 90, ja, 90 ist schon. Dein Ton ist wieder kaputt. Du bist kaputt. Du bist kaputt. Extra neues Mikro gekauft. Ja, dann machen wir noch 200 im Dreier, oder? Sehr schön. Passt. Sehr schön. Was würdest du einem Athleten ratschlagen, der jetzt anfängt? Der jetzt auf dem Weg ist, sein Pfad in der Kraftsportwelt. Werde ich olympischer Gewichtheber, werde ich Crossfitter, werde ich Powerlifter, Highland Games, Strongman? Was würdest du demjenigen raten, wenn er anfängt? Ich würde ihm auf jeden Fall raten, dass er einfach mal zu einem Probetraining zum Beispiel im Gewichtheben vorbeikommt. Da kann man ziemlich schnell sagen, für was man eben geschaffen ist. Ob man jetzt halt eher ins Kraft-3-Kampf gehen kann, eher in die Gewichthebebranche reinschnuppern kann oder Strongman, das sieht man dann ziemlich schnell einfach an der Beweglichkeit zum Beispiel, wie man eben an die Handel geht. Da, ja. Oder halt eben Fitnessstudios. Ihr seid ja in Durlach auch ziemlich offen für genau. Leute, oder? Einfach über Instagram mal schreibe, wenn jemand Interesse hat, kann er mit Sicherheit gern vorbeikommen. Wer hier aus der Gegend kommt oder genau. So. Genau. Vielleicht geben wir auch zusammen mal hier ein Seminar, ein olympisches Gewichtheben-Seminar. Ne? Ja. Da kann ich halt nicht so viel mitreden, nur halt von meiner Erfahrung, aber dass du den Leuten mal zeigst, weil du nimmst halt wahnsinnig viel aus dieser Sportart mit. Das ja, ist halt, das genau. Ist halt so. Und auch so eine Art, so eine Trainingsphilosophie wie jetzt von Mike Kiss, dass er sagt, beug einfach mehr. Ne? Die Leute sagen, oh, Overtraining. Oder uha, die Beine tun weh. Ja, es ist halt mal 2-3 Wochen so, dass du Schmerzen hast. Aber danach beugst du jeden Tag und sagst dir. Gerade Kniebeuge sind nach meiner Meinung eine Fleißarbeit. Wenn man es wenig macht, schneidet man auch relativ schlecht ab. Wenn man es oft macht, dann gehört es halt einfach zum Training dazu. Es ist wie abends schlafen gehe und morgens aufstehe. Und immer früher am Ende vom Training habe ich mir 60 Kilo drauf gemacht und habe immer noch ein paar 15er Sätze gemacht, dass die Bewegung drin ist. Weil ich finde es verdammt wichtig, nicht am Anfang viel Gewicht drauf zu packen, sondern dass der Kopf die Bewegung beherrscht. Ne? Und wenn er die, ne, es ist wie, je öfters ein Schlag wiederholt wird, umso besser wird er halt. Ne? Genau. Das ist so eine Sache. So, jetzt mache ich 140. Du machst ja 200 drauf. Ne? So, Tim, 200, drei Stück.
Luft, Luft. Super, komm, jetzt! Hüfte! Super, sehr stark. Sehr stark. Und ich habe mir überlegt, mit dem Tim vielleicht ein Video zu machen über das olympische Hammerwerfen. Aber wir haben letztens dein Video gesehen auf Instagram und da hat Marcel Angst bekommen, dass er den Hammer in die Fresse kriegt. Da kann nichts passieren eigentlich. Das ja, Moment. Alles. Ich hatte nicht wegen ihm Angst, ich hatte wegen dir Angst. Wenn du werfst. Ja, ja gut, wenn ich so werfen würde wie er, hätte ich Angst, dass sich der Pluto zum Saturn verschiebt. Weil du hast ja so eine extreme Zentrifugalkraft, ja. Ne? Wenn ich das machen würde, also ich hätte das Gefühl, keine Ahnung, mich würde es zerreißen. Oder ich würde einfach so verschwinden durch so, würde gerade Arm wegfliegen. Durch so ein schwarzes Loch. Schwarzes Loch. Also, Dennis weg. Dann drehe ich mich so durchs All. So, ich mache mir mal gerne hier ein bisschen so Kreide oben hin. Machst du das auch? Von? Ja. Ja, gerade beim Stoßen zum Beispiel. Also im Wettkampf, wenn ich den Einteiler anhabe, dann ist ja nur hier der Stoff da. Aha. Und dann mache ich immer Magnesium oben drauf, dass die Handel ein bisschen hafter bleibt. Aha. Dann rutschst du beim Ausstoß nicht runter. Ja, ihr habt ja da immer so schöne. Ja, aber es gibt doch, diese Einteiler gibt es ja auch Vollstoff, oder? Dass du auch Ärmel hast. Mit, so. Ja, aber die sind meistens dann auch wie ein T-Shirt dann. Aber es gibt es auch seit 5 Jahren, glaube ich, gar nicht mehr. Aha. Also nur noch die mit. Hier oben als Achselshirt im Prinzip. Verhindert sich alles. Was würdest du jetzt an meiner Beuge verändern? Also, ich hätte jetzt gerade im Moment überhaupt gar nichts zu meckern. Ach, Tim. Ja, Tim. Sag's den Leuten. Ich guck mir es nochmal an und dann gebe ich dir ein paar Tipps. Okay. Guck das nochmal an. Ich merke, da ich jetzt die Frontbeuge so selten gemacht habe, dass meine Fußstellung immer anders ist. War da immer? Genau. Da ist noch nicht die Routine drin, weil ich halt sehr selten jetzt gebeugt habe. Front. Meiner Meinung, du bist ein bisschen leicht größer als das Becken oder breiter als das Becken. Das ist eigentlich so normal. So weit in Ordnung. Okay. Ich merke halt gerade bei der Frontbeuge, ohne Gürtel zu beugen. Mama mia. Ist schwierig, weil halt eben der komplette Rumpf beansprucht wird. Oh. Deswegen, wenn ich da lieber den Liu Xiaoyu oder wie der heißt, ja, der Chines mit seinen 77 Kilo, was der da rumbeugt, ne? Gut, er ist ja nur ein Meter, was weiß ich, groß, ne? Aber was die für. Genau, bei den olympischen Gewichthebern gucke ich mir gerne so Core-Workouts ab. Ja. Unglaublich, unglaublich. Also gerade die Chinesen sind da extrem, was die in Sache Rumpf, Rücken, Muskulatur drauf haben und neben trainieren, das ist echt unfassbar. So seitlich mit der Stange wippen und drehen und alles, ne? Ja. Es gibt so viel zu lernen und das sind Sportarten, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Randsportart ist, ne? Aber ja, es sollte eigentlich mehr durchleuchtet werden von jungen Menschen, weil es ist halt echt was zu holen für vielen, weißt du? Ja. Und der Sport macht auch Spaß und es ist noch sehr, der Sport ist noch so klein, dass man auch, sagen wir mal, Idole, ne? Wenn wir jetzt so wie der Almir zum Beispiel, ja. Du gehst nach Speyer, guckst dir einen Wettkampf an und da steht halt so ein Velagic, ne? Oder halt auch Olympioniken. Die auf der olympischen Bühne stehen, ne? Und du kannst halt mit denen auch quatschen und so. Ne? Das ist halt nicht so wie so ein Fußballer, der von Securities irgendwie ins Stadion gebracht wird und dann wieder zurückgeht. Halt so, ich mache jetzt 2,20 und dann bin ich schon weiter wie du. Ich soll 2,30 machen. Denk an deinen Plan. Am besten ist du.
am besten ist, du hast einfach keinen Plan. Hör auf, ich habe voll den Pickluft am Arsch. So, wir haben jetzt 220 drauf, da machen wir jetzt auch mal eine. Mit den wachsamen Augen des Tim Stößer. Oder soll ich den Talercheck machen? So unten so wieder. Das finde ich, so. Wie heißt er? Lascher? Talakaz oder Talacicak oder irgendwas, ne? Der Typ hat halt auch einen Bauch, ne? Der wiegt auch 170 Kilo, der Kerl, ne? Ist aber ja, ein bisschen kleiner wie ich, ne? Und dann reißt er da halt seine 200 Kilo und unten macht halt der Bellydance, ne? Aber er scheißt so hart drauf, das finde ich so geil. Immer im Training so. Ja, weil die T-Shirts, du hast das Problem, T-Shirts, wenn du sehr massig im Oberkörper wirst, dann verlieren sie immer mehr Weg. Also sie verlieren mehr Stoff auf dem Weg nach unten. Und dann sind die T-Shirts immer viel besser. Und Zitronas hat auch die Probleme immer gehabt. Er hat unten, wenn er läuft, hat immer der Bauch rausgeguckt. So. Die Schmerz vom Delta runtergerollt. Schwer. Spiegel, weiß. Wenn du vom Spiegel beugst, dann guckst du selber, versuchst dich zu korrigieren, dann denkst du ja, wo. Naja, jetzt probieren wir mal. 2,40. Gucken, wie die gehen. Da wird jetzt jeder sagen, denn ich weiß, was es ist. Das sieht so ungesund aus. Tim, erklär, was du da machst. Ich mach im Prinzip ein Deadlift mit einer Bewegung nach oben, die ich die benötigt halt immer fürs Stoßen, dass man die Bewegung auf die maximale Geschwindigkeit immer bewegen kann. Mit mehr Gewicht. Damit es dann später im Stoßen, wenn man leichteres Gewicht drauf hat, leichter sich anfühlt. Damit man spielend im Prinzip den Zug machen kann. Es gibt ja zwei Züge. Der erste Zug ist vom Boden im Prinzip bis hier ans Knie. Der zweite Zug ist dann der eben bis zum Bauchnabel ungefähr. Und damit dieser zweite Zug sich halt eben einfacher anfühlt, gibt es die Übung einmal im Stoße, einmal im Reise, je nachdem dann eben im Enge oder im Breite Griff. Auf geht's. Die erste Abwärtsbewegung gesehen. Nee, das ist der Core. Ich bin runtergegangen und ich war einfach nicht in der richtigen Position von der Hüfte. Das ist das, was er sagt mit der Fleißarbeit. Wenn du es nicht oft machst, der Stand jetzt war wieder beschissen. Ja. Der war für mich absolut beschissen. Deswegen, ich habe eine Zeit lang auch in diesem Monolift von ATX gebeugt. Da setzt du ja deine Füße. Ah ja, stimmt. Hebst du ihn raus? So nach hinten weg. Genau, und dann beugst du einfach. Und hier muss ich mit ihm nach hinten laufen. Und diese neuen, ich habe jetzt neue Weberschuhe, die Sohle ist nicht richtig gut. Das heißt, du kannst nicht mehr über den Boden gleiten. Du bleibst dann stehen. Das sind alles solche Kleinigkeiten. Der zweite war in Ordnung, oder? Der zweite war in Ordnung, ja. War eigentlich unbequem. Gut. Ist Kraft gestanden. Gut, dann war es das für die Frontbeuge für heute von mir. Gut, nächstes Mal 2,50 und dann wurschteln wir uns wieder nach oben.
Liebe Freunde. Ja, ich könnte mal wieder meinen Code bewerben, Marcel, oder? Ja. Also wenn ihr alles kaufen wollt, in den ganzen Laden leer kaufen wollt. Aber viel wichtiger finde ich jetzt, geht mal auf diesen Gigas Nutrition Shop und drückt einfach mal auf Sale. Also da sind zurzeit so mächtige Angebote. Und wenn, dann könnt ihr den Filter noch einstellen auf God's Rage. Da kommen dann die Nutrition Sachen, also die Supplements. Und dann noch God's Rage Armory für Rüstung. Da sind dann die ganzen T-Shirts und alles. Also da ist alles mächtig im Ausverkauf. Und mit meinem Code GOTS10 gibt es nochmal 10% oben drauf. Könnt ihr manche Artikel bis zu 60% sparen. Ist nicht immer alles auf dem Lager, also jede Größe. Müsst ihr gucken, müsst ihr schnell sein. Und ja, damit unterstützt ihr mich, dass wir weiter hier dieses Zentrum ausbauen können. Das Zentrum der Kraft. So, du reist jetzt oder du... Nochmal Züge. Du. Was ist dann das Verb davon? Du ziehst? Ziehe. Du ziehst den Zug. Das ist aber auch so eine notorische Angewohnheit von olympischen Gewichthebern. Sie trainieren nie mit Klammern. Sie trainieren nie mit Klammern. Egal wo ich war, in Aufwärmbereichen von großen Wettkämpfen oder sonst wo, überall hörst du es ding, 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 klatsch, 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 klatsch. Das ist so ein bisschen so der Rebellen euch, ne? Ja, irgendwie ist doch vielleicht auch ein kleines bisschen Faulheit. Weil man hat es ja eigentlich immer symmetrisch. Du schreibst später mal diese kompletten, du schreibst nachher mal ab und zeigst den Leuten mal, wie man richtig abschreibt. Weil wenn ich dann Leute sehe, die dann so. Und jetzt zitiere ich den Mann hinter der Kamera. Fürs Deadliften, da diesen Hebel da, diesen, stimmt. Wie heißt der, dieser Deadlift? Ja, dass die Handel halt immer so... dieser Deadlift-Hitcher oder Deadlift-Jack oder wie man es nennt, ne? Später schreibst du mal ab. Ja, weil ich habe auch keinen Bock, ständig so eine kleine Scheibe da drunter zu rollen, damit es in der Luft hängt. Das ist so anstrengend. Tim alles. Zeigt dir später, ja, wie man abschreibt. Ja, zeigt mir, wie man das macht. Das war das, wo ich das zum ersten Mal bei den Gewichthebern gesehen habe, ich dachte, ja, okay, so herzlos. Das ist so ein herzloser Ruck. Das ist ein Ruck, auch beim Lascher. Ne? Da hat er da 260 drauf und dann kommt so ein herzloser Ruck, weißt? Und die Stange ist einfach leer. Ihr werdet es später sehen. Du gehst auch mit den Knien etwas nach außen, ne? Ja, immer. Kleines bisschen nach außen. Das finde ich faszinierend, wenn du jetzt, stell dich mal dran und geh mal mit den Knien nach vorne, ganz normal. So, das machen ja die Otto-Normalverbraucher. Ne? Genau. Und dann sage ich immer beim Kreuzheben, wenn du mit dem Knie ein bisschen weiter nach außen gehst, kommst du, dann läuft die Stange quasi im Bein. Genau, und der Schwerpunkt ist und nicht weiter am Körper, als genau. Wenn man jetzt so zum Beispiel steht. Da gewinnst du beim Kreuzheben 1-2 Zentimeter näher am Körper und schon sieht der Hebel und der Schwerpunkt anders aus. Quasi... Normale Leute, was heißt normale Leute, die heben so am Schienbein, dann müssen sie ums Knie rum manövrieren und der Tim steht jetzt so ein bisschen seitlich und das Knie ist aus dem Spiel draußen und die Stange geht hier hoch. Also das ist was ganz Feines, was ich bei vielen Gewichten, besonders bei den Kleinen. Ja, alles was super federgewicht ist, mache das extrem, also die stehen zum Teil, weiß nicht. So da und sind wirklich so Charlie Chaplin mäßig dann im Zug. Das ist sehr interessant. Also wenn ihr mal wollt, dass wir darüber ein Video machen und ein bisschen tiefer drauf eingehen, ihr könnt Tim auch folgen auf Instagram. Na, wie heißt denn der? Tim.stößer mit OE und Doppel S. Gut, genau, das habe ich jetzt auch verstanden. und ja, dann sagen wir jetzt auch Tschüss. Und musst du jetzt abschreiben oder machst du noch mal? Ich schiebe jetzt ab, ja. Okay, ja, schreib jetzt ab. Er schreibt jetzt ab. Guckt es euch an. Wichtig ist, immer die metallene Scheibe, die kleine Scheibe runter. Und dann hebt man sich hier unten fest. So soll es nicht sein. Ja, aber es ist ja... Also so sieht es eigentlich.
sagen wir Tschüss. Und Tim, ja, die Tradition verlangt, dass immer die Gäste in meinen Videos, dass du mir verabschiedest, sag was Nettes und so, dass sie folgen sollen. Ja, Folge, abonnieren, Glocke drücke. Da wird sich der Dennis extrem drüber freuen. Ich freue mich, euch zu sehen auf der Strongman-Burg und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüssi.